Na, ihr wollt eine Leica kaufen, wollt aber nicht das Geld bezahlen, was eine Leica kostet? Dann könnte dieses Video tatsächlich genau das Richtige für euch sein. Jo Freunde und willkommen zu einem sehr, sehr spannenden Video in meinen Augen. Und zwar gibt es immer mehr Gerüchte im Internet, dass Leica in diesem Jahr noch, also in 2021, eine neue Analogkamera auf den Markt bringen soll, die bezahlbar sein soll. Falls ihr euch jetzt kontexttechnisch ein bisschen fragt, was habe ich hier vor euch zu erzählen? Also erstmal, hi, mein Name ist Paul, das ist mein YouTube-Kanal und ich shoote auch schon seit längerem jetzt mit Leica und habe eben auch die sehr schöne Leica M6 hier. Einziges Problem, die Leica M6 ist alt, also die wurde, glaube ich, bis ungefähr 2000 roundabout gebaut. Es gibt natürlich noch ältere Leica-Modelle, die analogen Film führen. Es gibt bei Leica, was natürlich sehr besonders ist, aber auch Kameras, die bis heute gebaut werden und die auch analogen Film shooten. Das sind nämlich einmal die MA und einmal die MP. Einziges Problem, der Body kostet über 5000 Euro. Genau aus diesem Grund und weil analog natürlich einen krassen Hype hat, hat Leica wohl sich gedacht, sie bauen nochmal eine neue Leica-Kamera, die analogen Film fest und die tatsächlich auch bezahlbar sein soll. Bedeutet eine Kamera, die sich wahrscheinlich ungefähr zwischen einer M6 und einer aktuellen MP bewegen wird in den Features, was sie hat. Und da ich dazu auf YouTube kein einziges Video gefunden habe, dachte ich mir, es wäre doch ganz cool als alter Leica-Holic, wenn ich mal alle Gerüchte zusammenkehre, die hier ein bisschen in ein Video verpacke und wir vielleicht dann auch in den Kommentaren uns ein bisschen streiten können, was die neue Leica, falls sie dieses Jahr kommt, was sie hat oder was sie eben auch nicht hat, also an Features etc. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los und fangen mit einem der spannendsten Fragen an. Was wird die Kamera kosten? Denn da Leica ja bis heute noch analoge Kameras baut, müssen die natürlich aufpassen, dass sie sich nicht den Markt für die bisherigen Cams kaputt machen. Weil wenn sie jetzt natürlich eine Kamera rausbringen für 1000 Euro, was nicht passieren wird, dann wird natürlich niemand mehr die MP kaufen, außer die Features hauen dann jetzt so sehr um. Aber gerade im 35er Bereich kann man sich darüber streiten. Insofern wird es spannend, wo diese Kamera preislich liegen wird. Die meisten Gerüchte, und da würde ich mich auch anschließen, sind, dass wir uns irgendwo zwischen 2.000 bis 3.000 Euro am Ende bewegen werden. Ich glaube, das ist ein realistischer Wert, nur für den Body, falls es eine M wird, wovon alle ausgehen. Und ich glaube, das wäre tatsächlich ein sehr, sehr guter Preis für eine Leica-Kamera. Damit würden sie nicht den Markt für die MPs und MAs kaputt machen, aber trotzdem wäre sie attraktiv. Denn zum Beispiel auch eine M6 ist halt in den letzten Monaten so geisteskrank im Preis gestiegen, dass man sich dann fast schon eine neue Leica, nennen wir sie mal M6 Neuauflage, kaufen könnte. Wie man diesen Preis jetzt natürlich zustande bekommt, ist eine große Frage. Dort sind sich aber auch alle eigentlich einig. Ziemlich wahrscheinlich werden Teile dann eben nicht in Deutschland gebaut, sondern sie werden eben ins Ausland outgesourced, so wie das fast jede Firma macht. Und das gibt es aktuell zum Beispiel auch mit Leica M-Objektiven, wo auch einige Reihen zu gewissen Teilen in zum Beispiel in Portugal zusammengebaut werden. Insgesamt zum ganzen Aufbau der Kamera sind natürlich noch jetzt keine, es gibt leider keine Renderings oder so, wie die Cam aussehen könnte. Man vermutet, dass es eine M-Kamera wird, bedeutet mit austauschbarem Objektiv, dem Messfeldsucher und eben dem normalen Lademechanismus, den auch die MP und MA jetzt hat. Ganz einfacher Grund, die meisten begründen es damit. Es ist viel zu aufwendig, jetzt ein komplett neues System zu entwickeln, was zum Beispiel den Lademechanismus angeht. Insofern werden sie wahrscheinlich auf das zurückgreifen, was sie schon entwickelt haben, um die Kamera eben in dem Sinne möglichst günstig zu machen. Insofern wird es wahrscheinlich ein ähnlicher Lademechanismus wie bei einer M6, M4 oder eben auch bei einer MP oder MA, die sich zwar minimal unterscheiden, aber grob passiert dann doch das Gleiche, wie man den Film hier einlegt. Eine tatsächlich auch sehr, sehr spannende Theorie, die ich erst vor ein paar Tagen unter einem YouTube-Video gelesen habe, ist auch, dass jemand geschrieben hat, es könnte ja auch passieren, rein hypothetisch, dass Leica eine Kamera baut, die eine fest verbaute Brennweite hat, wie zum Beispiel die Leica Q, nur eben im analogen Bereich. Also ob wir zum Beispiel eine Leica bekommen, die zwar einen Messfeldsucher hat, wo man aber die Linsen nicht tauschen könnte, was natürlich den Markt für die MPs und MAs nicht ganz so zerstören würde,
weil ansonsten, wie gesagt, ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, sich zu differenzieren zwischen wir töten nicht den alten Markt und gleichzeitig bringen wir ein günstigeres und neues Produkt eben auf den Kameramarkt. Insofern wird das Ganze sehr, sehr spannend. Ich persönlich glaube nicht an diese Theorie von den fest verbauten Linsen. Ich denke schon eher, dass es eine M werden wird. Ich denke auch, der Preis von 2.000 bis 3.000 Euro ist realistisch. Und ich schätze auch, dass sie ähnlich aussehen wird wie bisherige M-Modelle. Daher habe ich jetzt auch noch nicht so einen krassen Plan, weil irgendwas werden sie ja noch gravierend ändern müssen, um eben nicht zu nah an bisherige Modelle zu kommen. Bin aber sehr, sehr gespannt, was die Rumors da in Zukunft noch sagen. Und sobald da mehr raus ist, werde ich natürlich ein neues Video machen. Insofern, wenn ihr noch andere Sachen gelesen habt, sehr, sehr spannend, haut sie hier gerne in die Kommentare. Lasst uns diskutieren, wie werden die neuen analogen Leicas ausschauen, die rauskommen. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das grundsätzlich spannend findet, weil es könnte ja auch sein, dass dieses Jahr noch der Nachfolger der Leica M10 kommt, also im digitalen Bereich. Wenn euch das auch interessiert, dass ich da mal so ein bisschen was zusammenkehre, da gibt es auch zumindest deutlich mehr Informationen als jetzt zu diesem Thema hier, dann würde ich es auch sehr gern machen, da es mich selbst interessiert. Insofern würde ich sagen, abonniert meinen Kanal, checkt gerne mein Instagram ab, dort mache ich auch analoge Fotos, zum Beispiel mit meiner Leica M6. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund. Peace out. Ciao.